Moin, moin, meine lieben YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns den AOC Q27G2U an. Viel Spaß mit diesem Video. Wie immer fangen wir mit den technischen Daten an. Wir haben hier ein 27 Zoll Gerät mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz und das bei einer Millisekunde Reaktionszeit. AOC baut hier ein VA-Panel ein, was eine 121%ige sRGB-Abdeckung hat. Als Anschlüsse haben wir dann zweimal HDMI der Generation 2.0 und einen DisplayPort-Anschluss der Generation 1.2. Ja, AOC-typisch, was ich auch in den letzten Videos immer erwähnt habe, ist der USB-Hub. Der ist hier auch wieder integriert und zwar haben wir hier einmal vier USB-Anschlüsse der Generation 3.0. Ebenfalls ist ein Kopfhörerausgang verbaut, wenn man da mal seine Kopfhörer ranstecken möchte. Der Bildschirm hat ebenfalls eine VESA-Mount, 100x100, also sprich 10x10 cm. Ja, wen es interessiert, der Bildschirm wiegt 4,1 Kilo. Kommen wir nun zum interessantesten bzw. zum wichtigsten und das ist das Bild. Ja, ihr seht da jetzt gerade wieder ein Beispielvideo von Flamingos und ja, ich habe den Bildschirm jetzt sehr, sehr lange getestet, da ich auch im Urlaub war. Und ich muss sagen, der Bildschirm gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also was ich eigentlich jetzt standardmäßig bei jedem Bildschirm sage, die Farben sind kräftig, detailreich, eine schöne Schärfe, guter Schwarzwert, der wirklich schwarz ist. Also man erkennt da jetzt irgendwie keinen Grauschimmer durch einen starken Kontrast. Ja, und einfach vom Werk aus gut kalibriert. Wir haben natürlich wieder die Möglichkeit, alles separat einzustellen, auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Wir können uns wieder das Fadenkreuz anzeigen lassen. Wir können verschiedene Profile auswählen und ja, können auch G-Sync Compatible aktivieren und deaktivieren. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Ich habe ja schon in den letzten Monitor-Videos gesagt, dass ich zwischendurch ein paar Probleme habe mit G-Sync Compatible. Und das fällt mir gerade bei G-Sync Compatible auf, weil da immer der Fehler auftritt. Immer wenn ich Spiele spiele, geht der Bildschirm aus. Beziehungsweise geht nicht aus, sondern das Bildsignal geht einfach weg. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt nicht am Kabel, es hat keinen Wackelkontakt, denn dem Bildschirm, den ich normalerweise benutze, den ich auch schon vor längerem mal getestet habe, ist das nicht der Fall. Der hat reines G-Sync, da tritt das Problem bei nicht auf und bei meinen FreeSync-Monitoren, also der hier, das ist ja ein FreeSync-Bildschirm, da tritt dieses Problem auch nicht auf. Immer wenn ich G-Sync-Compatible-Bildschirme habe, ja, geht in den Spielen das Bild kurz weg, schwarz und Bild ist wieder da. Ich weiß nicht, diejenigen, die eventuell meine Streams gucken, ja, bekommen das mit, wie sehr ich mich darüber aufrege, denn es ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen und ich weiß nicht, ja, woran das liegt, das habe ich jetzt schon mal mehreren Bildschirmen festgestellt. Ich dachte, dass es irgendwie, weiß nicht, an dem Modell liegt oder sowas. Aber bei G-Sync Compatible Bildschirm von AOC war es bis jetzt bei mir immer so, dass der Bildschirm zwischendurch ausging, beziehungsweise das Bild wegging. Ich habe dann ein bisschen rumprobiert in den Einstellungen und dachte mir mal, wenn ich jetzt diesen ja, Compatible Modus ausmache, also reines FreeSync benutze, vielleicht ist das dann nicht und tatsächlich, es war dann nicht mehr da, der Bildschirm ging nicht mehr aus, beziehungsweise das Bild ging nicht mehr weg. Ja, dann hat aber die, ja, das Übereinstimmen mit dem Bild nicht mehr gepasst, also es gab dann Schlieren und Verzerrungen, also das hat dann irgendwie auch nicht mehr so ganz übereinander gepasst, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist mir jetzt öfter aufgefallen bei G-Sync Compatible Bildschirm, ja, dass einfach das Bild zwischendurch bei mir weggeht. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, ob es nur bei mir so ist. Ich weiß nicht, schreibt es aber gerne unten in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit ja, G-Sync Compatible gemacht habt. Das ist jetzt kein Hate gegen AOC. Das kann an mir liegen, kann auch einfach sein, dass das ja irgendein Hardware-Bug bei mir ist. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Auf jeden Fall ist es mir nur stark aufgefallen und ich möchte es erwähnen und ich muss es auch erwähnen, denn ja, nicht, dass das bei euch auch ist. Denn ja, bei meinen Bildschirmen, die ich benutze, also reines G-Sync oder reines FreeSync, ja, ist das einfach schlicht und ergreifend nicht. Bei anderen Bildschirmen, die ich von AOC hatte, die FreeSync hatten oder G-Sync, war es ebenfalls nicht. Also denke ich mal, dass es irgendwas mit diesem ja, G-Sync Compatible zu tun hat. So viel dazu, wie gesagt, Bild. Tipptopp, schöne Schärfe, WQAD-Auflösung und ja, was soll ich dazu sagen? Gestochen, scharf und zur Ergonomie kann ich sagen, wie immer, der Monitor kann in der Höhe verstellt werden, der kann geneigt werden, gedreht werden, hochkant
gestellt werden. Also ihr könnt den Bildschirm euch so positionieren, wie ihr den braucht. Und der macht auch eine ganz gute Figur, denn wir haben jetzt hier nicht so eine aufdringliche RGB-Beleuchtung, sage ich mal, sondern ja, schön schlichtes Design, schwarz-rot, AOC typisch, dieses Rote, auch der Standfuß ist davon geprägt mit so einem roten Akzent. Finde ich ganz schön und qualitativ, muss ich natürlich sagen, ist es bei AOC echt gut. Also man kriegt für das Geld auch wirklich eine gute Qualität geboten und ja, das sollte man auch verlangen. Einen Kritikpunkt habe ich dann noch und zwar sind das die Bedientasten für den Bildschirm. Ich habe den Bildschirm ausgepackt und habe den dann mal so ein bisschen konfiguriert und ich bin echt ausgerastet, denn irgendwie, weiß nicht, habe ich irgendwie zu blöde Finger dafür, diese Knöpfe zu drücken, aber ohne hinzugucken, wo der Knopf ist, kann man die Knöpfe schlicht und ergreifend nicht drücken, weil sie haben einfach kein Feedback, weil die Knöpfe sind so klein und so filigran, dass man die gar nicht fühlt und ich habe da echt Probleme gehabt, ja, das einzustellen. Ich werde mal gucken, dass ich das, wenn ich die Detailshots mache, dass man das gut sieht, wie die Knöpfe positioniert sind, denn ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt, die Knöpfe zu drücken, musste mich echt konzentrieren, dass ich da drücke und nicht wieder auf den falschen Knopf. Also das sollte man eventuell ein bisschen besser machen, dass man die Knöpfe nicht ganz so klein macht, sondern auch so macht, dass man da auch, ja, problemlos drankommt und die auch ohne Hindernisse, ja, drücken kann und auslösen kann. Ansonsten kann ich zu dem Bildschirm nicht viel sagen. YouTube gucken, Twitch gucken und so weiter, 4K-Videos bearbeiten, funktioniert natürlich tipptopp. Keine Probleme mit Bildaussetzern und der Bildschirm ist einfach zum Zocken gut gemacht. 144 Hertz, 27 Zoll, QHD-Auflösung, perfekte Größe, um Shooter zu spielen. Und wenn ihr Interesse an diesem Bildschirm habt, dann sage ich wie immer, probiert, dass ihr den Monitor irgendwo testen könnt. Ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht hat ja ein Freund den Bildschirm oder bei Mediamarkt, Saturn, Euronix und was es da noch alles gibt. Vielleicht haben die den ja per Zufall da, deswegen testet den da mal, denn jeder hat eine eigene Farbwahrnehmung und ein eigenes Farbbild, was er gerne haben möchte, beziehungsweise Bilddarstellung. Ich bin mit denen zufrieden, allgemein von AOC, das Bild ist vom Werk aus immer gut eingestellt. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Bildschirm habt, dann guckt auf jeden Fall, dass ihr den mal in echt sehen und testen könnt. Kommen wir nun zum Wichtigsten und das ist der Preis. Je nachdem, wo man guckt, kostet der Bildschirm um die 320 Euro, kann auch mal 350 sein, kann aber auch weniger sein. Und ein Fehler habe ich gerade im vorherigen Teil gesagt, denn der Bildschirm hat nur FreeSync, deswegen Kommando zurück. Und es kann dann daran liegen, dass das Bild ausgeht, weil ich einfach eine Nvidia-Grafikkarte habe und deswegen FreeSync nicht nutzen kann. Eventuell liegt es daran, deswegen Kommando zurück, aber auf jeden Fall habe ich das bei anderen G-Sync-Compatible-Bildschirmen gehabt und wollte es einfach nochmal loswerden. Deswegen kurze Ergänzung, bei einem Fehler ist ein FreeSync-Bildschirm, eventuell lag es auch daran. Und wenn euch das Video dann gefallen hat, würde ich mich wie immer über die 10 Likes freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, denn 70% haben noch nicht abonniert, die meine Videos gucken und ich finde es ziemlich, ziemlich schade, deswegen lasst doch gerne ein Abo da, kostet nichts und dann danke ich fürs Zuschauen, die nächsten Videos, die stehen bestimmt schon in den Startlöchern und dann danke für eure Aufmerksamkeit, habt noch einen schönen Tag, haut rein, euer Tim, ciao, ciao!